Um das Recht in Freiheit leben zu können zu verteidigen, wurde eine Hohlladungskleinbombe entwickelt, deren Einsatz in aller Welt auch zur Reduzierung des Asylantenstroms beitragen dürfte. Das Design des Sprengkopfs, Anita, jetzt herrsch aber mal auf mit der Guscherei. Mordinstrument. Bloß weil ich heute zum Tag der offenen Tür von der Bundeswehr will, anstatt auf die Garten schauen, musst du da wohl dann deine Granatwerfer auslassen. Werd nur wie deine Mutter. Aufs Militär schimpfen, aber Witwerrente kassieren. Ja was, ja was, Alfred, Auto! Und der kleine Mann hat auch schon mit helfen, hä? Und gleich ein Spielebuch gewonnen lassen, mal sehen. Nikolaus mit deinem Sack, ich treff dich mit der Zimmerflag. Anita, entschuldige, aber du schwätsch einen Scheiß raus. Soldat sein heißt für Humanität einstehen. Das neue Kampfgas, das ihr jetzt entwickelt, ist sogar für Diabetiker geeignet. Und Bumsti! Oh, jetzt ist er aber verschrogen, der Bub Alfred, hä? Ja, so was die Kinder schon wissen. Nein, nein, du, das war jetzt gerade keine neue Drohnenbombe, neu. Weißt du, und steht da bei den Volksmusikern, der bloß noch das Rhythmusgerät spielen. In dem Alter sind sie halt doch am nettesten, gell? Unser Gerhard ist ja zurzeit gerade beim Bund. Ja, no, gell, ich hab ihn schon von klein auf, hab ich ihn schon zum Frieden erzogen, gell. Ich hab schon immer zu ihm gesagt, bevor ich einen gewalttätigen Menschen großziehe, schlag ich dir lieber die Axt aufs Hirn. Aber am Anfang hat ihm der Barras gar nicht passt. Es sei so stumpf, so geistlos. Ja, von wegen. Nach einem halben Jahr war der dir geistig dermaßen auf Zack, dass er seiner Mutter an Ostern wie aus der Pistole geschossen erklärt hat, SDI ist eine moralische Pflicht, Mama, wie sie bloß zu ihm sagen will, SDI da gehabt. Ich darf wieder ein Ergebnis unserer Spendenaktion bekannt geben. Annähernd 2000 D-Mark von der Bild-Zeitung brachte eine Versteigerung für 2 südafrikanische Negerkinder. Nein, Entschuldigung, umgekehrt. 2000 D-Mark für die Bild-Zeitung brachte eine Versteigerung von 2 südafrikanischen Negerkindern. Anita, entschuldige, aber du schwätsch einen Scheiß raus. Solange die amerikanischen Raketen auf unserem Boden stehen, wird da kein Knöpflein berührt, ohne dass der Kanzler gefragt wird. Wenn doch ein Knöpflein berührt wird, ja, dann stehen die Raketen auch nicht mehr auf unserem Boden. Schwätz doch nicht daher, blendend ist die Zivilschutzübung gelaufen. Außer dass der Hausmeister die Leute nicht zur radioaktiven Strahlung ins Notlazarett in der Turnhalle lassen hat, weil sie keine Turnschuhe dabei geht. Alfred, dahinter ist übrigens so ein Fertigschutzraum, Küffhäuser. Neu, das kleinere ist der Schutzraum, das größere ist ein Softeisautomat. Komplett eingerichtet mit Spitzentechnologie bis ins kleinste Detail. Die Tasten vom Heimcomputer, die sind aus Teflon. Die lassen sich noch bei einer Raumtemperatur von über 400 Grad einwandfrei bedienen. Anita, entschuldige, aber du schwätsch einen Scheiß raus. Von den Nazi-Verbrechen im Krieg haben wir Deutschen doch gar nichts gewusst. Der Fabrikant Eschele zum Beispiel, der hat doch damals so Franzosen in seinem Betrieb gehabt. Ah, der hat immer gedacht, denen gefällt's bei ihm. Die haben umsonst geschafft und sind über Nacht nie heimgefahren. Anita, man muss doch auch mal vergessen können. Da guck mal den Herren neben dem amerikanischen Oberst. Das ist ein ehemaliger Wehrmachtsgeneral. Ohne den hätt's zum Beispiel vor 4 Jahren die Versöhnungsfeier auf dem Soldatenfriedhof in Frankreich nicht gegeben. Aber sicher, ohne den gäb's nicht einmal den Friedhof. Anita, da sieht man, dass du keine Ahnung hast, von was die Herren sprechen. Liberty, Confidence und Fraternity, das sind keine Schlagwörter, das sind Flugzeugträger.
So, was machen wir denn jetzt? Nehmen wir uns die Friedensmesse vom Gotthilf Fischer, gehen wir in die Bajonettausstellung oder essen wir noch einen Wurstsalat?